Im Moment müssen wir uns auch mit Blick auf den nächsten Gegner natürlich eher danach orientieren, die Position zu halten. Wenn es am Ende der fünfte Platz ist, dann wäre das toll. Es ist auch schön, dass die Spieler von der Champions League sprechen, aber dann erstmal gucken, dass Europa. Ja, das stimmt. Und jetzt heißt es natürlich, dass auch die dicken Brocken kommen. Also wir hatten jetzt ein paar Spiele, wo man hätte deutlich besser punkten können. Und die nächsten Heimspiele vor allen Dingen werden natürlich sehr, sehr fordernd. Und allen voran jetzt Leipzig. Ja, also Ist vielleicht ganz natürlich. kurz, ich meine, die meisten werden es wissen, Heimspiele noch gegen Leipzig, Hoffenheim und Dortmund. Auswärts geht es nach Stuttgart und Nürnberg, Ja. mitten im Abstiegskampf. Also im Prinzip eine ja, sehr schwere Ausgangsposition für Borussia, weil jede Mannschaft um etwas spielen wird. Ja. Und du hattest gerade gesagt, Freiburg, Düsseldorf, das waren Spiele, da hat man Punkte liegen gelassen. Ja, absolut. Auch ja, und umso mehr muss man aber jetzt schauen, dass man gegen Leipzig vielleicht irgendwie versucht, dagegen zu halten, auch wenn es bei der momentanen Form von Leipzig halt irgendwie schwer vorstellbar ist. Also Leipzig hat sich jetzt so oben festgespielt und ich glaube nicht, dass Leipzig da noch irgendwie nochmal ins Wackeln gerät, auch Manche gegen. sagen ja sogar, sie greifen vielleicht noch mal an. Ach, so weit will ich jetzt nicht gehen. Das, glaube ich, werden die Bayern dann doch entspannt nach Hause bringen noch. Aber ja, ich denke mal, Borussia geht in dieses Spiel nicht als Favorit, vor allen Dingen, wenn man sich die Formkurve von Borussia anguckt. Und ja, ein richtig, richtig harter Brocken, der da vor der Brust ist. Ja, und ich glaube, dass Leipzig natürlich auch eine von drei, vielleicht vier Mannschaften ist, die einfach auch personell definitiv besser besetzt ist als Borussia. Ja. Das haben wir schon in der Hinrunde gesagt, als wir noch davor standen. Und wenn die eben ihr Potenzial abrufen, auch gerade in der Breite des Kaders, sind da unglaubliche Möglichkeiten. Jetzt wieder der überzeugende Heimsieg gegen Wolfsburg, wieder mit einigen Leuten in der Startelf, die in den letzten Wochen da nicht waren. Ja. Also Rangnick hat unglaublich viele Möglichkeiten, auch Gefahr in seine Mannschaft zu bringen. Werner jetzt wieder in absoluter Top-Verfassung. Ja, vielleicht hat das auch geholfen, dass jetzt klar ist, dass er nicht verlängern wird, dass er wahrscheinlich zu Bayern geht. Sagen wir ganz ehrlich, eine Borussia in der Form von dem Hannover-Spiel hat gegen Leipzig auch zu Hause keine Chance. Und Gegen Leipzig in der Form von dem Wolfsburg-Spiel. ja, wenn beide Mannschaften in der Form des letzten Wochenendes spielen, dann definitiv, ja. Also ich glaube, Borussia sollte wirklich schauen, dass man versucht, erstmal kompakt zu stehen. Und ich weiß nicht, ob das mit dem System der letzten Wochen funktionieren würde oder ob man vielleicht umbaut wieder auf eine Viererkette, vielleicht dann auch mal mit einer Doppel-Sechs nochmal, Ja. weil Kramer und Zakaria das wirklich gut machen. Aber ich glaube, wir sind schlecht damit beraten, oder Dieter Hecking wäre schlecht damit beraten, wenn er jetzt versucht, das Spiel zu machen und so dominant aufzutreten, wie man das vielleicht bei unserer fulminanten Serie in der Hinrunde zu Hause Ja. hätte machen können. Ja, und Leipzig ist natürlich auch eine Mannschaft bei aller spielerischen Qualität, die sie haben. Das ist immer wieder der Punkt. RB Leipzig will den Ball nicht haben. Ja. Die wollen den Gegner zu Fehlern zwingen und dann blitzschnell selber in die gefährlichen Räume kommen. Die werden auch nicht dominant gegen uns spielen. Also das erwarte ich nicht. Ich erwarte, dass die eher davon ausgehen, dass wir das Spiel machen werden. Ich vermute, dass Dieter Hecking diese Falle zwar sieht, aber trotzdem bewusst in sie tappen wird, weil Borussia eigentlich nicht anders kann, als das Spiel machen. Wir Ja. sind keine Mannschaft, die momentan aus einer kompakten Defensive heraus schnell umschaltet. Das ist eine Zeit bei Favre gewesen, das war unsere große Stärke, aber wir sind doch eine Ballbesitzmannschaft geworden. Und ja, hast du recht. Also vielleicht wäre tatsächlich eine Viererkette plus Doppelsechs die Variante, um möglichst stabil zu stehen. Ich persönlich gehe fest davon aus, dass es jetzt wieder mit der Dreierkette weitergehen wird momentan. Und wenn wir so offensiv stehen wie in den letzten beiden Partien, sind Konter und sind Sprints von Werner und Co. Absolut, vorprogrammiert. ja. Also Also da kann einem nur Angst und Bange werden ja. eigentlich. Und ja, das ist es eigentlich. Also ich weiß nicht, da kann man jetzt auch sonst nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen, weil es halt einfach so ein schweres Spiel ist und so gefährlich ist. Also man Ja. kann da auch wieder schnell zwei, drei Dinger kassieren, Ja. wenn man auch vor allen Dingen individuelle Fehler macht, wenn man es nicht schafft, diese Laufwege, die du gerade angesprochen hast, zu verhindern. Also es ist wirklich im Moment vielleicht der schwerste Gegner, den man haben kann. Ja, und es gibt halt auch keine klare Taktik. Wie gesagt, den Laden dicht machen können wir so gesehen nicht. Das ist nicht unser Spiel. Und Angriff ist die beste Verteidigung vielleicht, nur dafür fehlt das Zutrauen Ja. in der Offensive. Da ist nur die Hoffnung, dass der Hannover-Sieg jetzt da die Köpfe frei gemacht hat, dass man vielleicht treffsicherer ist. Dann könnte ich mir auch ein torreiches Spiel auf beiden Seiten vorstellen. Aber ansonsten, ja,
Man kann es sich einfach gerade nicht so wirklich denken. Ja, und vor allen Dingen, weil auch Leipzig, ich meine, die sind auch für Fehler gut, aber grundsätzlich ist natürlich auch die Innenverteidigung und die Defensive der Leipziger stark. Also sowohl körperlich als auch spielerisch sind das Top-Spieler, angefangen mit dem Keeper. Also es ist wirklich eine hervorragende Mannschaft und nicht umsonst stehen sie da, wo sie stehen. Und das wird ein ganz dickes Brett, was man da bohren muss, um da überhaupt irgendwas mitzunehmen aus meiner Sicht. Und dann noch die Hoffnung, verletzt, ausgewechselt, Zakaria, dass er dabei ist. Ohne ihn sehe ich da nochmal unsere Fälle noch weiter davon schwimmen, weil man sieht, es fehlt. Wir brauchen diese Physis und diese Körperlichkeit eben auch gerade vor der Abwehr, um da dagegen zu halten. Wenn er ausfallen würde, Sind wir doch mal ein bisschen positiver. Jedes Fußballspiel muss auch erstmal gespielt werden. Wir hatten auch in der Vergangenheit häufig Spiele, wo wir gegen bessere Mannschaften auch besser ausgesehen haben und uns so ein bisschen dem Niveau des Gegners angepasst haben. Haben wir bei Hannover ja jetzt auch. Und von daher, wer weiß. Also man kann ja vielleicht auch noch irgendwie den Funken Hoffnung säen, dass man doch vielleicht sich auch entsprechend gut präsentiert und die schwere Aufgabe auch entsprechend annimmt. Nur nach den Leistungen der letzten Wochen ist das halt, glaube ich, ein Gedanke, der jetzt doch recht fern ist. Ja, es ist halt so, und so sehe ich das. Und vielleicht fragen sich auch viele, warum. Wir haben ja lange Zeit auch wirklich sehr positiv auch über Borussia in der Saison geredet. Und weil einfach, es war ein Fundament da. Man hat das Gefühl gehabt, okay, das lief jetzt mal nicht, da war ein individueller Fehler und so weiter. Was mir momentan vollkommen fehlt, ist das stabile Fundament. Das ist, wenn wir nicht so weit oben stehen würden, haben wir auch schon mal gesagt vor ein paar Wochen, dann wäre das fast im Moment so eine Dynamik, die an einen Abstiegskampf erinnert. Man versucht es mit neuen Systemen, die nicht richtig eingespielt sind. Man setzt Spieler ein, die lange Zeit außen vor waren. Es ist wirklich jetzt der Versuch, mit aller Macht irgendwie den berühmten Bock umzustoßen. Ja. Und da sind wir bei den Floskeln, weil mir fallen wirklich keine fachlichen, fußballtaktischen Argumente ein, warum wir gegen Leipzig eine Chance haben sollten. Es fällt mir einfach nichts ein. Umso schöner wäre es natürlich, wenn es trotzdem gelingen würde und wenn man an das Bremen-Spiel anknüpft, wo man ja mehr gesehen hat, wo man gesehen hat, dass die Mannschaft zumindest den vollen Willen hat und dass vielleicht nicht alles funktioniert, aber wenn man sich dann nochmal mehr belohnt, vielleicht ein, zwei Dinger reinrutschen, dann ist es möglich. Aber jetzt einfach mal so vom realistisch betrachtet, sehe ich es einfach nicht. Ja, leider kann ich da nicht so viel hinzufügen. Also das ist einfach... Gibt es denn noch irgendwelche personellen Maßnahmen, die du sehen würdest, die jetzt realistischerweise... Sagen wir mal, wir bleiben bei der Dreierkette. Also vielleicht, du hast gesagt, vielleicht Viererkette plus zwei Sechser, gebe ich dir recht, finde ich gut. Glaube ich aber nicht. Was wäre denn eine Variante noch für dich? Ja, also ich glaube, wenn es bei der Dreierkette bleibt oder beim Spielsystem, was wir jetzt in den letzten Wochen gespielt haben, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es da jetzt große Wechsel gibt. Also ich denke, dann wird man mit dem Personal spielen, was jetzt auch gegen Hannover auf dem Platz stand. Vielleicht nur mit einem Stürmer, Player alleine, stattdessen Raphael raus für Hofmann, für... Ich glaube nicht. Ich glaube, man wird daran festhalten. Okay. Würdest du denn auch daran festhalten? Nee, wie ich gesagt habe, ich würde umstellen auf die Viererkette und mal vielleicht wieder lang rechts spielen lassen. Ja, wenn er dann fit ist. Ja gut, der ist ja auch außen vor, ne? Ja, und wie gesagt, ich würde gucken, dass man den Laden dicht macht. Und das würde ich mit der Viererkette und mit der Doppel-Sechs und vielleicht davor dann Neuhaus und dann so spielen wie üblich. Also ich glaube, da sind auch einfach im Moment nicht so viele Maßnahmen möglich, weil du hast einen Kader, wo wieder ein paar Spieler verletzt sind, wo Leute nicht in Form sind, wo du auch gucken muss, dass es ins System passt, und das macht es im Moment auch nicht einfacher. Also ich glaube, die 11 Spieler, die jetzt gegen Hannover auf dem Platz gestanden haben, werden höchstwahrscheinlich auch in welcher Form auch immer dann wieder gegen Leipzig auf dem Platz stehen. Okay, ja, wir werden es sehen. Und mit dieser doch etwas düsteren Beschreibung, aber es tut mir leid, mir fällt einfach nichts anderes dazu ein. Vielleicht habt ihr ja Ideen vielleicht einen Hoffnungsschimmer. Schreibt dieterhecking@borussia.de Ideen. Ja, oder bei uns in die Kommentare rein, was könnte man machen, was gibt einfach Hoffnung vor dem Spiel, mal abgesehen von der Tatsache, dass ein Spiel bei 0-0 anfängt. Ja, also wollen wir es mal nicht zu düster machen. Borussia spielt um den internationalen Wettbewerb. Nur man hat ja schon das starke Gefühl, dass wir was verlieren können, nur noch diese Saison. Ja. Und eigentlich kaum noch was gewinnen können. Und so ist es.